Doppelerfolg für die Vereinigten Staaten beim Kunstturn-Weltcup in Tokio. Bei den Damen gewann Morgan Hurd den Mehrkampf. Der Sieg stand erst nach der letzten Disziplin fest, der Bodenübung. Zweite wurde Elizabeth Black aus Kanada nach einer überzeugenden Vorstellung auf dem Schwebebalken. Auf Platz 3 kam Asuka Teramoto aus Japan. Die deutsche Karina Kröll erreichte Platz 9. Bei den Männern holte Sam Mikulak ebenfalls aus den USA den Sieg. Der WM-Dritte am Barren verwies die Japaner Wataru Tanigawa und den Schraubenspezialist Kenzo Shirai auf die Plätze.